Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ja, und ich habe es mir mal erlaubt, offscreen hier wieder auf unsere Hauptinsel zurückzureisen, in die Inselgruppe Zamok, und zwar auf Isla Libertad, auf unserer Insel, wo wir unser Lager aufgeschlagen haben. Das Lager auch von Juan Cortés, denn der baut ja dort seine Supremos hier drin im Libertad HQ. Und wir haben uns ja in der letzten Folge ausgemacht, wir kümmern uns jetzt erstmal am Beginn dieser Folge um diese kleinen, vielen Inseln, die wir ja haben, vor dem Nationalpark Sinjagada Nublada, nämlich die hier. Wir fangen da unten an, haben hier dann eine, hier 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 eine, und dann war es das auch. Dann können wir uns noch das hier mal anschauen und dann gehen wir wieder zurück in das andere Camp, in Camp Maximas nämlich, und werden dort mal schauen, wo wir als nächstes hinspazieren. Wir haben Nebenmissionen bzw. Hauptmissionen an allen Himmelsrichtungen. Wir müssen nach oben, wir müssen hier rüber, wir haben da hinten was zu tun, also irgendwann mal hier zum Beispiel. Also, es gibt einiges, was wir vorhaben. Und ich würde mal sagen, wir werden uns diesen Weg jetzt mal frei bauen. Wir werden uns diesen Weg mal frei, wie soll man eigentlich sagen, frei sehen? Denn eigentlich wissen wir ja nicht, was hier zu finden ist. Vielleicht sind da irgendwelche guten Schätze, die wir noch gar nicht kennen, in dieser Region, da wo wir noch nicht waren. In den verdeckten Inseln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort irgendwas finden, aber ihr wisst ja ganz genau Bescheid. Der Muckelmuck ist am Start und der Muckelmuck möchte natürlich wieder jeden kleinsten Fleck erkunden der Karte und deswegen halt auch diese kleinen Inseln hier. Ich habe mir mal gedacht, wir nehmen uns mal dieses coole Boot hier. Mit dem ist das nämlich ziemlich leicht, auf die Inseln zu kommen. Mit dem kann man nämlich auf dem Wasser und auch auf dem Land fahren. Also eigentlich ideal für unser Vorhaben. Wenn wir jetzt noch einsteigen könnten, wäre das noch besser. So, und dann markieren wir uns das mal. Wie sieht es eigentlich mit Minimap diesmal aus? Haben wir immer noch keine. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Ahnung, was da los ist mit der Minimap. Schon langsam gewöhne ich mich dran, dass wir keine haben. So, und dann fahren wir einfach mal querfeldein, einen Kilometer in diese Richtung. Die nächste Mission wäre ja schon markiert. Trifft dich mit Bembe, die Schulden begleichen, und zwar von Paolo. Er meint ja, er sei in der Kirche in Segunda. Werden wir gucken, ob wir diese Mission machen oder ob wir uns vielleicht erstmal um die anderen Missionen kümmern, die wir haben. Wir haben ja, glaube ich, drei insgesamt offen. Was brennt da denn? Waren wir hier schon? Ja, da sollten wir gewesen sein, irgendwann schon mal. So, ich lenke jetzt einmal ein bisschen nach rechts. Barracuda Jagdgebiet, okay. Ich finde es aber irgendwie schön hier, muss ich zugeben. Gefällt mir gut auf dem offenen Meer und so ganz ohne FND-Begleitung. Gut, da ist ein brennendes Boot gerade. Ganz ohne FND-Bekleidung gefällt mir das ja fast sogar noch ein bisschen besser. Da hinten sind die Schiffe, die wir eigentlich schon vor x Folgen irgendwann mal hochgejagt haben. Weiß ja nicht, warum die immer noch da hinten stehen. Die sollten eigentlich schon längst auf dem Grund gesunken sein. So, und da sind wir wieder in Banaseras. Und bei der ersten Insel, wo wir wahrscheinlich überhaupt nichts finden können. Aber wie gesagt, wir gucken halt mal. Wir können nicht vorher sagen, wir finden da nichts, wenn wir noch gar nicht da waren. Jetzt können wir sagen, wir finden hier nichts, weil wir finden hier nichts. So, jetzt hier noch irgendwie rüber zu kommen, ist halt dann auch eine Kunst. Hoppla, was ist denn da vorne los? Ja, die versenken da schon wieder irgendjemanden. Die spielen Schiffe versenken im Real Life, so wie es aussieht. Na, bleib doch jetzt nicht stehen hier! Idiot, Blöder! Warte mal, wie ging das denn? Aua! 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 Boah, fährt voll noch auf mich drauf, der blöde Idiot! Arschloch! Arschloch! Blödes Arschloch! Hast du das gesehen? Ich wollte voll losballern, ich habe nur keine Ahnung wie. Wir haben da vorne eine Waffe drauf. Ich weiß überhaupt nicht... Oh Gott, jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja. Ich bin schon wieder weg. Ich weiß nur überhaupt nicht, wie wir mit dieser Waffe umgehen können. Ist ja wurscht. Wir holen uns einfach nochmal das Bötchen. Ich hoffe, das ist wieder hier. Die sollten das Wrack schon geborgen haben von da hinten. So, da läuft wieder der Dauerspruch von Clara. So. Okay, Bötchen ist da. Sehr gut. Fahrzeug rufen. Und los geht's in Runde 2. Na, das war ja vielleicht ein bisschen zu weit gesprungen. Okay, dann können wir uns zumindest mal... Willst du mich verarschen? Diese eine Insel herparken? Die ist schon wieder nicht markiert. Frechheit!
Der ist schon wieder nicht markiert. Wir haben uns das gerade angesehen, aber das Spiel hat nicht gespeichert zwischendurch. Jetzt müssen wir wieder hin. Da können wir ja mal rausfinden, wie wir hier schießen. Ach, Seitenwaffe einsetzen mit X. Seitenwaffe. Fahrzeugwaffe steht ja eh da. Ich Vollidiot. Hier steht Fahrzeugwaffe einsetzen und ich drücke alles andere außer X. Okay. Also das nächste Mal wissen wir's. Die Frage ist halt nur, wenn dann ein FND-Boot kommt, wie gut können wir hier mit diesen zwei kleinen Kanonen, die wir da vorne hängen haben, gegen dieses FND-Boot ankommen? Funktioniert das überhaupt? Ich glaube eher nicht so. Wir können es ja mal probieren. Aber dann gehen wir vielleicht wieder in die Luft. Ich probiere mal lieber nichts. Wir probieren das dann, wenn wir irgendwo am Land sind. Das sind zum Glück nur die kleinen Bötchen, die jetzt rumfahren. Also selbst wenn die uns erwischen sollten, haben wir kein großes Problem. Das ist die Insel von gerade eben. Die sieht viel größer aus. Ach so, weil die hintere auch schon durchscheint. Okay. So, dann fahren wir einfach mal, würde ich mal sagen, drumherum. Denn wir wissen ja jetzt, hier gibt es wirklich nichts zu finden. So, und dann fahren wir direkt mal zur nächsten. Damit wir dort rausfinden, dass es dort auch nichts gibt. Ui, ein anderes Boot. So, mal lieber ein bisschen sachte hier reinfahren. Ja, ein bisschen mit der Handbremse, ein bisschen mit der Leertaste kommt man da schon rum. Jetzt nicht mehr so. Wir müssen ja eigentlich einfach nur den Inseln folgen, weil das sind ja eh immer mehr, bis wir dann irgendwann zum Festland kommen. Ich gucke nur mal ganz kurz auf die Map, wir decken da eh brav alles auf, sehr gut. Also es gibt hier überhaupt nichts zu finden, das sind einfach nur so ein paar kleine Inseln vor dem Festland. Ich frage mich, warum es hier nichts zu finden gibt, ich frage mich, warum die überhaupt existieren, wenn es hier nichts zu finden gibt, wahrscheinlich einfach nur um schön auszusehen. Aber das wäre halt cool, hier zum Beispiel irgendwie so einen versteckten Schatz oder sowas hinzustellen. Das wäre halt mal geil, bei den Inseln, wo man natürlich nichts vermuten würde. Und dann ist da einfach ein cooler versteckter Schatz mit irgendeiner Spezialwaffe oder irgendwie einem Textdokument, das man sonst nicht finden kann oder sowas. Das wäre cool gewesen, aber leider ist da, glaube ich, wirklich überhaupt nichts. Außer immer wieder dieselben Äste, immer wieder dieselben Pflanzen. Ein bisschen schade, aber wir haben zumindest doch relativ viel gleich aufgedeckt, das finde ich gut. Dann haben wir jetzt noch hier eine Insel, hier eine größere Insel und die werden wir uns auch noch anschauen und dann kommen wir schon zum Festland, das lassen wir mal. So, wir fahren einfach mal immer weiter, da kommen wir wieder zu den schönen Platten. Hä? Die sind wirklich cool, also die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Oh, da sägen wir uns den Kopf ab. Aha. Aua. So, nochmal ganz kurz gucken. Das war die Insel hier und da haben wir dann die größere. Finde ich wirklich schade, dass wir da nichts haben. Ich meine, das wäre halt wirklich ideal. Autsch. Für so einen geheimen, versteckten Schatz oder beispielsweise eine Schatzsuche hier bei den Inseln. Das wäre halt perfekt gewesen. Aber leider Gottes finden wir hier nichts. Null, nada, überhaupt nichts. Da hinten explodiert schon wieder irgendwas. Da können die FND-Soldaten mal wieder nicht in Ruhe hier arbeiten. So, wir haben die alle entdeckt. Finde ich gut. Dann können wir jetzt nämlich hier rüberfahren und holen uns die Bertat-Kiste. Wir werden dann diese Inseln hier auch nochmal entdecken. Und hier bei Parque Lecha de Iselda, das sparen wir uns dann mal für später auf. Da borgen wir uns dann vielleicht wieder irgendwo ein Bütchen aus, fahren mal bis hier nach unten und dann wieder nach oben. Das machen wir dann irgendwann ein anderes Mal, würde ich sagen. So, ich fahre mal da drum rum, weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier querfeld einfahren, dann stehen wir erst recht wieder irgendwo an. Zumindest gibt es ja da drüben irgendwas zu finden. Das ist ja schon mal etwas. Immerhin. Wir haben zumindest heute einen schönen Tag auf der See. Das war ja letztes Mal nicht so. Da hat ja ein Unwetter uns heimgesucht. Oh, ein versunkenes Bötchen.
Ein versunkenes Bötchen und auf diesem versunkenen Bötchen gibt es anscheinend irgendwas mitzunehmen. Einmal Metall, dann tauchen wir aber nochmal auf, sicherheitshalber. Achso, wir sind hier schon an der Oberfläche, okay. Wo müssen wir denn da unten rein? Ui, bis dahin? Die Markierung sieht man schon. Okay, wir tauchen nochmal auf. Da geht's nämlich nach unten. Dann tauchen wir bis hierher. Da ist anscheinend schon irgendjemand vor uns zugrunde gegangen. Der hat aber sogar eine Atemflasche dabei gehabt, also ein bisschen Sauerstoff. Und hat es trotzdem nicht überlebt. Das kann ja nur ein Amateur gewesen sein. Aua! Guck mal, das hat sogar eine Nummerntafel. Wahrscheinlich, weil es auch an Land fahren kann. So, wer wollte mich hier gerade umbringen? Will ich's wissen? Eigentlich eh nicht. So, wir gucken mal ins Arsenal. Was sind das für eine schöne Hose, die wir hier bekommen haben? Und zwar die Fallensteinerhose. Starker Jagdschutz. Die Verteidigung gegen Tiere wird stark erhöht. Klingt gut, wenn wir irgendwann mal in einem Zoo oder so sein sollten. Dann sollten wir uns diese Hose anziehen. So, nochmal kurz die Map öffnen. Dann würde ich sagen, was würde ich denn sagen? Ich würde sagen, wir fangen hier bei dieser Insel an und fahren dann einmal im Kreis. Dann haben wir nämlich alle zumindest mal einmal angeschaut. Und dann schauen wir, wo wir als nächstes hingehen. So, das kennen wir ja da vorne. Da haben wir ja die Maximas Matanzas gesucht vor ein paar Folgen. Und das ist die erste Insel, wo es natürlich wieder überhaupt nichts gibt. Aua. Finde ich wirklich schade. Also ich kann es nicht oft genug sagen, wie schade ich das finde. So, einmal hier die kleine Insel. Dann da drüben und dann hier hinten. Das ist ja eigentlich relativ fix. Guck mal, 12 Minuten und wir haben schon alles erledigt. Finde ich gut, dass man da ein bisschen mit Karacho auch einfach durchfahren kann. Weil es sind ja nur irgendwelche kleinen Äste. Wir haben da schon ärgere Pflanzen erledigt. Beispielsweise eine Palme. So, dann einmal noch ein bisschen abdrehen. Ja, aber selbst wenn wir da so ein bisschen drüber schauen, außer Grundzeug ist da nichts zu finden. Naja gut, ist ja auch ein Nationalpark. Dass wir da jetzt keine Disco oder sowas stehen haben, war mir klar. Okay, Freunde, wo gehen wir hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Sollen wir hier nach unten gehen? Sollen wir hier nach oben gehen? Was machen wir als erstes? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach oben, weil da nach unten haben wir eigentlich noch relativ wenig entdeckt. Da warten wir lieber noch mal ein bisschen ab und gehen erstmal nach oben, holen uns die Mission hier. Der große Knall von Juan Cortés Libertad kann immer noch mehr Waffen gebrauchen, vor allem amerikanische Waffen. Finde sie und bring sie zurück, Dani. Eine Mission, die wir gleich erledigen werden. Wir lassen mal dieses Gran Premio-Rennen, das wir hier haben würden, das lassen wir erstmal jetzt auswandeln auf dem Wasser. Da warten wir mal bis später, bis wir dann ein bisschen mehr von der gesamten Map kennen. Wir werden jetzt einfach mal, würde ich sagen, über die Hauptstraße hier nach oben Richtung Libertad-Kiste fahren. Dann bei Judia Verde vorbei. Da oben haben wir dann wieder ein bisschen was zu finden. Beispielsweise eine Libertad-Kiste hier drüben und ein FND-Depot hier. Das ist nämlich, glaube ich, sogar noch das Gebiet. Genau. Das sollten wir definitiv aufdecken. Also diesen Teil hier sollten wir definitiv aufdecken. Das ist nämlich noch das Gebiet von der letzten Karte bei Valle de Tabaco in Costa del Mar. Das wir ja gesagt haben, irgendwann mal werden wir hier schon hinkommen und werden dann auch, Entschuldigung, das hier aufdecken. Deswegen sollte man hier in Judia Verde ein bisschen umschauen. Dann haben wir hier Ferrosa, eine neue Stadt mit Stadtmarkierung. Ferrosa, da haben wir es mit eben der Mission und eine Stadt weiter drüben. Drüber haben wir schon die nächste Mission von Thalia Benivedes. Die Ketten brechen, auch Rang 6 Castillo sperrt Menschen ein wie Tiere. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Befreie sie, Dani. So etwas hat niemand verdient. Und wir bekommen als Belohnung ein Pferd, das aussieht wie ein Zebra. Sehr schön, na gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Schnellreise hier hin. Ups, was war das jetzt? Ins Camp Maximas. Und gucken dort mal, ob wir... Ich glaube, wir sollten eher mit einem Quad oder sowas langfahren, weil wir kennen ja eigentlich die Umgebung noch überhaupt nicht hier in diesem Gebiet. Wir sind ja ein Tourist fast schon. Na nü. Du bist neu. Guck mal, wie schwammig die Steuerung ist. Mal normalerweise sollten wir hier in Third-Person-Ansicht drin sein. Normalerweise in den Camps ist man immer in Third-Person-Ansicht. Und wir sind jetzt hier gerade in First-Person. Das ist, glaube ich, ein Bug, den wir gerade entdeckt haben. Das ist das erste Mal, dass ich das Camp in First-Person sehen kann. Cool. Das sieht cool aus. Hallo. Von dir brauchen wir eh nichts. Hä? Und jetzt sind wir plötzlich in Third-Person?
Nanü? Ah, okay, jetzt passt's wieder. Wenn wir jetzt rausgehen sollten, müsste theoretisch die Ansicht wieder wechseln. Die Frage ist, wo gehen wir denn überhaupt raus? Wo sind denn hier die Fahrzeuge da drüben auf der anderen Seite? Aber wo ist diese andere Seite? Hä, ich check gar nichts. Wo sind denn die Fahrzeuge? Ich glaube, ich muss mir das markieren. Ach, hier! So, ich hoffe, das passt jetzt, dass wir dann wieder in First-Person-Ansicht spielen nachher. Bist du hier, um Paolo zu ersetzen? Was? Es gibt jede Menge Arbeit. Ich ersetze hier niemanden, ich kann nicht mal mich ersetzen. So. Die Präsidentenkutsche, 1956er Beaumont El Presidente. Schau mal eine an, sogar mit Kennzeichen 001. Sehr schön, aber wir fahren jetzt nicht mit der Präsidentenkutsche lang, wir fahren mit dem, mit dem hier. Angelito SE, das ist, glaube ich, ein gutes Gefährt zum Entdecken. Guck mal auf die Minimap. Da steht was. Hallo, hallo, hallo. Wir haben endlich mal wieder eine Minimap. Ich freue mich. Sehr schön. Okay, ich wollte gerade sagen, wir können ja den Kontrollpunkt ja auch mitnehmen, aber das ist ja die Straße, der wir folgen sollen. Wir haben endlich mal... Oh Gott, der zieht ja los. Wir haben endlich mal eine Minimap. Lang ist's her, ich weiß gar nicht mehr, wie die ausschaut. Entschuldigung. So, mit dem Rennwagen. Hallo, fliegt das weit? Oh, ist ja nie passiert. Die Brücke irgendwann mal eingestürzt anscheinend. Eieieiei. Man sieht auch... Da fahren wir nochmal ganz kurz zurück. Man sieht auch, wie das alles schon rostet hier drin, weil das Wasser die ganze Zeit hier drüber liegt. Wir haben hier den Rost, wir haben hier Verschiedenes vom Gewässer, weil wir haben ja hier generell immer so eine komische rötliche Färbung des Wassers. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Metall ist, das sich da ablöst, dass das Wasser dann irgendwie anders verfärbt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sieht man hier natürlich, wo das ganze Ding im Wasser ist, da ist es schon ein bisschen verrostet. Weil das wahrscheinlich nicht erst seit gestern hier so liegt. So, gucken wir mal. Da ist ein Libertad-Fahrt. Boah, bin ich froh, dass wir endlich mal wieder auf der Minimap was sehen können. Oh, was ist denn jetzt los? Ach so, die hier. Was war denn das mal für ein Gestell? Oh, sogar ein Brief. Hingekritzelte Nachricht. Der Park ist verlassen. Von daher können wir das Tor genauso gut als Aussichtspunkt verwenden. Ziemlich ordentliche Deckung und vielleicht erzielen wir ein paar einfache Abschüsse bei den Singaros vom Militär, die hier vorbeifahren. Habe hier oben ein wenig zusätzliche Ausrüstung deponiert für den Fall, dass die Lage heißer wird. Eigentlich wollte ich das da mitnehmen. Einsammeln, so. Explorer Tupara ist so. Ich glaube, die Waffe sollten wir eher mal wegstecken. Naja, wobei, da vorne sind ja eh Feinde. Oh nein. Die Mörderschweine greifen an. Oh! Boah, das Schwein hat aber schon einiges abbekommen. Alter, was die hier machen mit den Pferden, das ist ja ein Wahnsinn. Alter, Falter, der blöde Wichser, schießt dir das Pferd tot? Okay, das lebt zum Glück noch. Das ist nicht gut. So, lassen wir das Schwein hier mal lieber in Frieden sterben. So, weswegen sind wir dann eigentlich hergekommen? Ich glaube, wir wollten irgendwas mitnehmen. Ach, das wird da hinten wahrscheinlich sein. Ja, ja, ganz ruhig, meine Lieben, ganz ruhig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da kommt schon das nächste Psycho-Pferd. Beziehungsweise eigentlich die Psycho-Reiterin. Die Pferde können ja nichts dafür.
So, gehen wir mal nach oben. Das sieht übrigens sehr cool aus, muss ich sagen, mit dem Holz hier. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist ein bisschen was Modernes. Einen modernen Touch hat das Ganze. So. Zu modern. Da müssen wir erstmal ein bisschen Licht reinlassen. Und runter. Oder? Wie gefällt dir das? Mir gefällt das irgendwie ziemlich gut. Sieht aus wie ein Kreuz. Aber schaut cool aus, finde ich. So, da unten weiß wieder irgendjemand was Spannendes. Da werden wir mal ganz kurz vorbeischauen. Wahrscheinlich eine Flugabwehranlage oder irgendein Kontrollpunkt. Ich hätte Infos für dich. Na, schauen wir mal welche. Und was hast du? Ich habe gerade erfahren, dass jemand unsere Hilfe braucht. Sie heißt Isabella. Eine von den Guten. Sehr nett von dir. Ach so? Oh, eine iranische Geschichte. Na, das ist aber interessant. Die ist gar nicht mal so weit weg. Auf den Schwingen des Friedens von Isabella Entanza. Bitte, die werden Mario Sol umbringen. Marisol umbringen und alle, die uns helfen wollen. Sie werden sie einäschen, wenn du sie nicht rettest. Nanü? Nanü, 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 nanü. Interessant. Warum steht da jetzt oben eigentlich Reise nach Ferrosa? Da will ich ja gar nicht hin. Ach doch, da will ich ja hin. Hoppla. Ich kenne mich schon wieder selber nicht aus. Wir reisen mal mit dem hier. Wir haben zwar unser Fahrzeug da unten stehen, aber es ist mir ein bisschen zu schwammig mit der Steuerung. Das fährt da gar nicht los. Ah, jetzt geht's los hier. Haben wir den richtigen Gang gefunden. Im fünften sind wir wahrscheinlich losgefahren. Deswegen ging da nix. Ist das überhaupt die richtige Strecke? Das ist die richtige Strecke. Da vorne, irgendwo, sollte nämlich das nächste Depot auf uns warten. Hallo! Was hast du für mich? Da findest du die Vorräte. Dankeschön. Und vergiss nicht, was ich für dich getan habe, wenn du mich mal im Fadenkreuz hast. Ja. Vergiss nicht, dass du mir gerade die Infos gegeben hast. Wenn ich jetzt hier mit der Waffe rumspaziere, killst du mich ja trotzdem, du Lustige. So, wo haben wir denn jetzt welche Infos, also Vorräte? Ah, hier ein, hier ein, hier ein. Sehr schön. Cool. Danke. So, weiter geht's. Wo müssen wir denn hin? Da drüben in dieses Umspannwerk, glaube ich. Oh, guck mal, Diego. Bist du schon beim Zoo? Nein. Wie hätte ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Na, da müssten wir ja eine komplette Allergie gegen Juan Cortés haben. Cool. Zoológico. Nacional Castillo. Hoca de la Mascota. Más reciente de Diego. Ja, irgendwas mit Mascota und Diego. Vielleicht ist das das Lieblingstier von Diego. Ich weiß es nicht. Ist das jetzt ein Zebra oder ein Pferd? Ich glaube, es ist ein Pferd. Ein Zebra. Es sieht dann nur aus wie ein Pferd. Also hier... sieht so auf jeden Fall aus wie ein Pferd. Oh, da ist ja sogar jemand. Huch. Augen auf, Dani. Oh, das wollte ich ja gar nicht. So. Wollte gerade sagen, mich wundert, dass wir überhaupt eine Pistole eingesteckt haben. Habe ich gar nicht mehr gewusst. So, lala. Ein bisschen Schießpulver, das nehme ich gerne mit. Oh, guck mal, sogar einen FND-Wagen hätten wir hier. Sonst gibt's aber dann nichts in diesem kleinen Umspannwerk. Okay. So, wer ist mir denn da jetzt in die Karre gefahren eigentlich? Der da. Dabei haben wir eh so viel Platz gelassen, links und rechts. Naja. Okay, das wäre der Teil gewesen. Da hinten wäre der Kontrollpunkt Diamante West und diesen Teil hier, den würde ich gerne jetzt nochmal erkunden. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier Richtung Kontrollpunkt fahren. Dann folgen wir mal dem Libertad-Pfad nach unten, dass wir diese Libertad-Kiste mitnehmen können. Und dann decken wir mal hier noch ein bisschen was auf von dem Teil. Und dann geht's nach Ferrosa und wir schauen mal erstens, was wir in der Stadt finden und zweitens, was die Mission so von uns haben möchte. So, ich lasse mal die schönen Pflanzen hier stehen. Naja, zumindest einige davon. Und dann gucken wir mal, den Kontrollpunkt da hinten, den kennen wir ja, da waren wir ja schon. Das hier kennen wir noch nicht. Ja, das war mal einer. Ob sich der noch verarzten kann? Ich glaube nicht. Da hinten ist ja noch einer, der hat mich gar nicht gesehen. Gracias. Gracias. So, 6 neue Libertad-Kisten aufgedeckt. Hallöchen, eine da oben direkt.
So, mal gucken, ob es da was zu finden gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ballert jetzt gleich los auf den da oben. Ach, tut er gar nicht. Okay. Dann lassen wir den mal sogar leben, ausnahmsweise. Oh, sehr schön. Educate, ja. Ein neuer USB-Stick. 15 müssen wir insgesamt sammeln. Und 6 haben wir schon. Und das Barsche Angelgebiet haben wir auch entdeckt. Na, da geht's ja Schlag auf Schlag, liebe Freunde. Ein bisschen was zum Sammeln, ein bisschen was zum Entdecken, ein bisschen was zum Aufdecken. Und was zum Mitnehmen. Da oben müssen wir aber trotzdem hin. Leider Gottes gibt's hier nämlich was. Na gut. Richtig stylisch hier wieder auf den Erdboden. Sehr schön. Okay, das wäre das hier gewesen. Da hätten wir da hinten direkt die Libertad-Kiste. Die holen wir jetzt aber auch nochmal, wenn wir schon mal da sind. Das sind nicht mal 100 Meter. Also das sollten wir ja hinbekommen. Naja, da oben. Hola, Guerilla. Hallo, grüß dich. Ah, hier geht's rauf. Du bist hoffentlich bereit zu kämpfen. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade eine ganze Region eingenommen. Natürlich bin ich bereit zu kämpfen. Sonst wäre ich ja schon lang in Miami. Wir hatten ja die Wahl damals am Anfang. Entweder wir fliehen oder wir bleiben hier. Und wir haben uns für Libertad entschieden. Und das bleibt jetzt auch so. Hat sich das Pferd jetzt so erschreckt, weil ich hier mit dem Fallschirm rumfliege? Ja, das ist halt so. Das ist so eine Hass-Liebe-Beziehung. Die streiten wahrscheinlich, weil der Versöhnungssex so gut ist. So sieht's aus. Jetzt haben wir es rausgefunden. Oh, guck mal, da steht ja sogar einer. Solange Anton an der Macht ist, ist Jana im Gefängnis. Was war das gerade? Jetzt hat er denn da eine schöne Waffel? Lecker Schmecker. Was hast du da? Na, schmeckt dem anscheinend. Sudala. Okay, dann waren wir hier, wir waren hier. Dann wollen wir da nach unten, über diesen Libertad-Weg. Unser Fahrzeug ist despawned, na Glückwunsch. Wir waren kurz mal nicht da und unser Fahrzeug ist schon despawned. Glaubst du, können wir uns vielleicht von dem das Pferd ausleihen? Ach, das ist das von dem da hinten, na gut, den interessiert das eh nicht mehr. Vamos. Vamos, los geht's. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Na, noch nicht. Ruhig. So, da gibt's eh nichts. Da reisen wir mal oben drüber. Uah, reisen vor allem. Los jetzt. Los jetzt, jetzt bemühe dich mal ein bisschen hier. Du Oller hängst du. So. Ich finde die Sounds übrigens beim Reiten ziemlich cool. Und wir sind wieder in Costa del Mar in Madrugada. Ach ja, wie sehr werde ich die Region vermissen. Und jetzt müssen wir uns wieder auf komplett was Neues einlassen. Da oben hätten wir eine Werkbank. Die werden wir ganz kurz mal erkunden. Mal schauen, ganz ruhig, ob es da irgendwas gibt zu mitnehmen. Aber leider gibt es hier überhaupt nichts. Nur 2 Aussichtspunkte in verschiedene Richtungen. Aber das war's dann. Uah. Wo ist denn die Libertad-Kiste? Wow. Ja, wow. Ich glaube, wir bleiben lieber mal stehen hier. Die ist da oben. Wie soll man denn da hinkommen? Na nü? Kutia-Jagdgebiet. Ah, vielleicht kommen wir so dorthin. Aber irgendwie ist sie doch nicht da oben. Hä? Wo ist die denn? Meter unter uns? Ah. Oh! Na super toll, das hat ja gut funktioniert. Scheiße, dort sollten wir hin. Fuck.
Das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschlupf hier von denen. Guck mal. Sieht schön aus. Unser Pferd ist dabei im Wasser. Na gut, dann fangen wir mal von unten an, vom Boden der Tatsachen. Was schwimmt denn da rum? Nur so ein Gehölz, okay. Da haben wir eine kleine Lampe, wie unser Pferd sich da bewegen kann. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel, muss ich zugeben. Da haben wir ihn. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Hoffentlich auch gut. José ist weg. Und der Westen ist wieder frei. Ja, weiß ich nicht. Die sind ja trotzdem noch dort, die Soldaten. Da haben wir wieder Clara Garcia, diesmal auf Mute geschalten. Dass das noch gar nicht als Unterschlupf hier zählt, wundert mich gerade. So, da haben wir einen Pferdearsch. Haben wir da oben auch noch was? Da haben wir nichts. Ein Funkgerät haben wir da, noch ein paar alte Zigarren haben wir da, eine Waffenkiste haben wir da, aber wie wir dort hinkommen sollen. Ah! Wie wär's denn mit einer Seilrutsche? Ich dachte, das ist ein bisschen zu hoch. Ist es aber nicht. Sehr schön. Kurz mal ein bisschen kratzen. So. Sehr schön. Dass das hier nicht als Unterschlupf zählt. Ich meine, das ist ja doch eine relativ große Basis. Guck mal, wir haben hier oben einen G stehen. Wir haben da unten riesige Gebäude. Wir haben sogar Typen, die da ihre Waffe gerade putzen oder so. Also das könnte ja schon theoretisch als Unterschlupf durchgehen. Wir haben da einen großen Aussichtsturm. Über drei Ebenen. Eine Anbindung ans Wasser. Verschiedene Pferde, eine Pferdeübergabestelle. Wundert mich, dass das hier nicht als Außenposten durchgeht. Aber okay. So, da unten müssten wir weitergehen und dann einmal hier an der Küste lang. Da entdecken wir hoffentlich dann all das, was noch übrig bleibt. Bis wir da unten dann wieder rauskommen bei der Libertad-Kiste. Die nehmen wir mit und dann geht's nach drüben nach Ferrosa. Das ist der Plan. So, gucken wir mal. Pferdeübergabestelle. Sollten wir irgendwas finden, hoffentlich. Hallo? Pferd rufen? Welches nehmen wir denn? Das fahle Pferd. Guck mal, wie schön. Die Heere der Gerechten reiten meist auf weißen Rössern und ich glaube, das ist ein Pferd. Kann das sein von Far Cry 5? Von der Sekte? Sieht mir zumindest sehr danach aus. Das ist mir zu weiß für das hier. Wir könnten ein schwarzes Pferd nehmen, wir können das braune Pferd nehmen. Wir nehmen mal das braune Pferd. Das fällt nicht so auf. Hey. Ein magisches Pferd. Wenn wir da mit einem weiß glänzenden Pferd rumreiten. So ein braves Pferd. Dann können wir ja gleich in die Luft schießen und sagen, hallo, da sind wir. So. Da nach unten. Da nach unten, da nach unten, glaube ich, hoffe ich. Ja, da nach unten. Und dann der Straße entlang. Okay. Gut, wir hätten ja theoretisch eh drei Pferde da drüben stehen gehabt, sehe ich gerade auf der Minimap. Da hätten wir uns ja dort auch eins nehmen können. So, wo sind wir denn da mit diesen Betonklötzen? Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht wirklich. Gibt's da unten, glaubst du, irgendwas zu finden? Oh je. Ganz ruhig. Nee, außer Wasser ist da nicht viel. Na los. Okay, wieder rauf, mein Lieber. Hoppla, ich reite gegen den Baum mit dem. Na, nochmal retour. Und jetzt. Habt ihr eigentlich einen Speed-Modus? Oh, tatsächlich. Cool. 30. Na, hoffentlich werden wir nicht geblitzt hier. Sehr schön. Hallo, hallo, hallo. So, da wird schon wieder rumgeballert. Das gibt's ja gar nicht. Da unten müssen wir aber sowieso hin. Und da haben wir jetzt einen kleinen Strich vergessen zu mitnehmen. Na, warte mal. Komm, hab dich gefunden. Falsche Geacht. Oh, der lebt ja noch. Oh, Granate! Achtung! Nein! Jetzt wirst du büßen. Arschlochblödes. So, wie sieht's da unten aus? Kam schon zu Ende? Kommen wir wieder zu spät? Na, für den kommen wir nicht zu spät. Der hat sich gedacht, der holt sich jetzt Mittagessen von hier drüben. Okay. So,
So, mal wieder ein bisschen so Primo-Klima, finde ich gut. Da könnten wir theoretisch mit dem Jetski auch wegfahren, wenn wir wollen. Aber wo fahren wir denn mit dem hin? Habe ich ja eh keinen Plan, wo wir mit dem hinfahren sollen. Deswegen lassen wir das mal lieber hier stehen. Haben wir da drüben irgendwas zu finden? Nee, nur ein Jetski, ein weiteres. Na gut, dann würde ich sagen, theoretisch würden wir hier mit dem Jetski irgendwo hinkommen. Eigentlich gibt es da ein kleines Gewässer. Wenn wir dieses Gewässer nämlich nach oben fahren würden, dann hätten wir hier schon mal wieder ziemlich viel entdeckt. Vielleicht sollte man doch mit dem Jetski fahren. Das wird nämlich genau dorthin kommen. Also der Fluss, der darauf führt. Ich hoffe, der führt da drauf. Auf der großen Map sieht man das ja sehr schlecht eigentlich nur. Aber der wird nämlich genau dorthin hinfließen, genau dort vorbeiführen, wo wir eh hin müssen. Mal gucken, ob das auch ein fahrbarer Fluss ist oder ob das nur irgendwie so ein Kanalrohrende sein soll. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus sogar, muss ich zugeben. Ah, jetzt wird's kritisch. Ah, doch. Funktioniert auf jeden Fall. Ist jetzt zwar nicht unbedingt ein tiefer Fluss, also wir schrammen da schon sehr am Boden vorbei. Aber immerhin, es funktioniert. Aber der sieht ja viel größer aus, als das, was wir hier sehen können. Guck mal, da sieht man fast überhaupt nichts. Gut, da sieht man ein bisschen was. Theoretisch müsste man aber so weit gar nicht fahren. Das würde bis hierhin führen. Will ich da überhaupt hin? Maria Marquesa Productions? Eigentlich nicht. Eigentlich müssten wir hier schon aufhören. Na, guck mal, das ist ein wirklich sehr seichter Fluss. Also da kannst du gerade mal nicht mal bis zu den Knien. Wirst du da nass, wenn du drin stehst? Mich wundert es, dass wir mit der Kutsche hier, mit dem Jetski, so weit gekommen sind überhaupt. Dass wir uns da nicht den Boden komplett aufgerissen haben. So, Pferdeübergabestelle wäre hier. Da oben wartet schon der nächste Bösewicht auf uns. Ui, das sind sogar Spezialeinheiten. Da gehen wir mal lieber ein bisschen auf die Seite. Okay, und da wollen wir hin. Da ist Ferrossa, da ist die Mission und da ist der große Knall, eine neue Mission von Juan Cortés. Reise nach Ferrossa und wo es in Ferrossa dann weitergehen wird. Wie es dort aussieht und was wir da zu tun haben, das sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Runde. Und dann geht's weiter mit der nächsten Hauptmission. Bis dahin, tschüss!